Jürgen, ein Auswärtssieg in Kaiserslautern. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Ja, muss ich sagen, wir haben fünf, sechs sehr gute Chancen gehabt, müssen schon höher führen als wir 1-0. Aber war auch schwieriger Boden hier zu spielen heute. Aber die Mannschaft hat das super gemacht. Ja. Und in der zweiten Halbzeit haben wir nicht mehr ganz so den Druck aufrechterhalten können. Hatten Kaiserslautern auch zwei, drei Möglichkeiten, aber wir auch. Wir hätten es heute einfach früher entscheiden müssen. Aber die Mannschaft hat super Moral wieder gezeigt, bis zur letzten Minute gefightet und ja, hochverdient gewonnen das Spiel. Kaiserslautern hatte ein paar Spieler aus dem Profikader dabei. Hast du den Gegner so schwer auch eingeschätzt? Ja, natürlich. Wir wussten, dass sie die letzten Spiele auch sehr gut gemacht haben. Ja, haben gute Spieler in ihren Reihen auch. Wir wussten, dass es nicht einfach wird. Aber wir hätten es uns einfacher machen können, so wie das Spiel gelaufen ist, gerade in der ersten Halbzeit. Wenn wir da 3-0 führen, dann kann keiner was sagen. Aber ja, die Mannschaft hat es trotzdem über 90 Minuten sehr gut gemacht. Christian, 1-0-Sieg auswärts auf dem Betzenberg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, erste Halbzeit haben wir super gespielt, hatten viele Chancen, hätten vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen können, aber ja, so ging es mit 1-0 in die Halbzeit. Zweite Halbzeit war klar, dass der Gegner ein bisschen kommt. Haben wir, denke ich, auch noch zwei, drei gute Chancen gehabt, dass wir da vielleicht das Spiel hätten entscheiden können. Haben wir nicht gemacht, aber so haben wir bis zum Schluss gut verteidigt. Erklär uns mal die Situation, die zum Tor geführt hat. Hast du gedacht, na, aus dem Spiel will es nicht so richtig gelingen, dann hämmer ich einfach mal aus der zweiten Reihe drauf? Ja, ich glaube, der Ball wird nach dem Standard wieder geklärt und Ball kam vor meine Füße, habe ich mir gedacht, haust einfach mal drauf. Und jetzt geht's dann am Samstag weiter. Was habt ihr euch jetzt vorgenommen? Wie geht die Woche jetzt weiter? Ja, wie jede Woche, gut trainieren und am Wochenende wieder 3 Punkte holen. Die letzten 2 Spiele auch noch gewinnen, dann gehen wir alle in Urlaub. Auswärtssieg auf dem Betzenberg. Kannst du dich erinnern, dass es diese Saison schon mal so knapp war? Ja, nee, wir haben, wie gesagt, bis jetzt jedes Spiel mit 2 Toren Unterschied gewonnen. Hatten auch heute wieder mehrere gute Torchancen, die wir leider nicht gemacht haben. Und so war es natürlich jetzt ein knapper, aber ich denke, ein hochverdienter Sieg. Und in der Abwehr schon mal so viel zu tun gehabt? Ja, es gab schon 1-2 Spiele, wo es schon durchaus ein bisschen mehr war. Lautern hat eine gute Mannschaft, die haben 2, 3 Leute von oben waren hier heute dabei. Und ja, aber wir haben so gut wie nichts zugelassen, vielleicht 2, 3 gefährliche Aktionen. Aber wie gesagt, wenn wir unsere Chancen nutzen, dann geht es 4-5-0 aus. Die Platzverhältnisse waren auch nicht so einfach, oder es sah so aus, als wenn gerade in den 16ern doch ganz schön matschig war? Ja, im 16er war natürlich Katastrophe, aber ansonsten war der Platz, wie gesagt, für die Wetterverhältnisse noch recht gut. Ja, aber munter putzen, weiter geht's. Ist es was Besonderes, auf dem Betze zu spielen, anstatt immer auf den kleinen Plätzchen? Ja, selbstverständlich, klar. Wenn man das Stadion hier sieht, wäre natürlich noch besser, wenn es voll wäre, aber naja. Aber die Homburger haben ja die Stimmung gemacht. Ja, das war super. Also Riesenkompliment an die Fans und Dank für die Unterstützung auch.